Xenia ist Tattoo Queen geworden. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Wie war es für dich mit der Wahl? War es schön auf der Bühne oder war es ungewohnt? Also Bühne bin ich eigentlich gewohnt, aber trotzdem irgendwie so bewertet zu werden und sowas war für mich schon nochmal neu, ja. Aber es ist ja sehr gut ausgegangen, das heißt, du hast dich gut gehalten. Ja. Also hast du wahrscheinlich ausgesehen, als hättest du dich sehr wohl gefühlt, fand ich aber auch von unten. Ja? Dann war das wohl so. Magst du mal erzählen, was du gewonnen hast? Ehrlich gesagt, ich habe gerade erst erfahren, dass ich eine Reise nach London gewonnen habe, was ich gar nicht wusste. Also ich wusste gar nicht überhaupt, was man gewinnen kann. Okay. Und weiß nicht, ich glaube, das war's, oder? Ja, ich glaube, eine Reise nach London und du kannst zur London Tattoo Convention. Ach so, ja, okay. Ja. Läuft bei dir. Gut zu wissen. Also hast du dich, als du dich angemeldet hast, da gar nicht so, doch so einfach, ich mach mal mit, guck mal. Meine Freundin hat mich einfach angemeldet. Also sie meinte so, ja, ach komm, lass uns doch da mal mitmachen. Und ich denke so, naja gut, lass uns mitmachen. Ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet. Also. Ja, das ist wahrscheinlich meistens am besten, wenn man dann unbedarft daran geht. Ja. Wie war das denn so mit den Mädels? Habt ihr euch alle ganz gut verstanden? Ja, die waren alle super nett. Ja? Hm? Ich glaube, zwei oder drei haben sogar letztes Jahr schon mitgemacht. Also hast du so ein bisschen den Unterschied gemerkt, ob Leute das schon öfter gemacht haben oder hast du dich da gar nicht so drum gekümmert? Nö, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Wann hattest du denn dein erstes Tattoo? Mit 15. Oh, mit 15 schon? Ja. Was war das? Ein Tribal an meiner Leiste. Also der Klassiker? Ja. Zumindest kein Arschgeweih. Ist es noch da oder ist es gecovert? Ja, ist noch da. Ja. Was ist dein momentanes Lieblingstattoo an dir? Also ich mag die Sphinx auf meinem Oberschenkel ganz gerne, aber auch so mein Hals und mein Dekolleté mag ich eigentlich auch ganz gerne, ja. Weißt du denn schon, was das nächste sein wird? Ja, ich lasse meinen kompletten Arm covern. Oh. Ja, also ich lasse das hier gerade lasern, deswegen sieht das auch ein bisschen bescheuert aus und dann wird der ganze Arm gecovert, ja. Und weißt du schon, welchem Stil? Ich denke mal hauptsächlich Backwork. Okay, und gehst du immer zum gleichen Tätowierer? Eigentlich schon, aber da ich ja jetzt selber tätowiere und in einem Studio arbeite, wo jetzt auch ein neuer Tätowierer ist und mit dem verstehe ich mich auch ganz gut und ich denke mal, dass ich den dann ranlassen werde, ja. Was meinst du denn so ganz bescheiden, was die Jury an dir so überzeugt hat? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass ich gesagt habe, dass ich es auch selber gerade lerne zu tätowieren, dass ich mich selber schon tätowiert habe. Vielleicht war es das, weil das hat die, glaube ich, ein bisschen beeindruckt, so, wo ich gesagt habe, dass ich halt auch mich selber schon tätowiert habe. Also dich auch wirklich mit Tattoos auch auskennst. Ja. Und wahrscheinlich auch, dass du so unbedarft daran gegangen bist. Ja, kann sein, ja. Was machst du denn heute noch? Gehst du noch ein bisschen feiern, oder? Nee, ich glaube, wir fahren direkt wieder nach Hamburg. Ach, Hamburg, da kommst du ja. Genau, richtig. Ach, krass, okay. Warum hast du das dann in Berlin gemacht? Ah, die Freundin hat dich angemeldet. Ja, meine Freundin hat mich angemeldet, keine Ahnung. Wo ist sie denn heute? Die ist auch hier, sie hat ja auch mitgemacht. Ich habe keinen Bock alleine. Ja, so sieht's aus. Was hat die jetzt gesagt? Die hat sich gefreut. Ich glaube, die hat es schon geahnt. Die ist ja ein Früchtchen. Ja, dann bestell dir nochmal ganz liebe Grüße. Ja. Ich sage immer am Ende, wenn ihr noch irgendwas erzählen wollt über euch, könnt ihr das gerne machen. Aber sonst habe ich einfach gut gefragt. Ja, also ich habe eigentlich nicht viel zu erzählen noch. Okay, dann nochmal herzlichen Glückwunsch und ich würde dich gerne nochmal drücken am Ende, wenn ich darf.